Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist wieder Relaxationszeit und ich habe da ein Video für euch, wo ich hauptsächlich so über die heutigen Pay-to-Win-Aspekte in World of Tanks philosophieren werde. Das Video kommt vom lieben Emsen. Schöne Grüße. Und ja, was gibt es denn eigentlich für World of Tanks an Pay-to-Win-Aspekten? In der grauen Vorzeit von World of Tanks gab es im Prinzip fast nur einen einzigen Aspekt. Und das war die Premium-Munition, beziehungsweise Gold-Munition. Daher der Name, denn ganz, ganz früher gab es in World of Tanks die Premium-Munition, die mit der schönen hohen Penetration nur gegen Gold. Und Gold gab es im Prinzip nur gegen echtes hartes Geld, gegen die gute Kreditkarte von Papi. Oder aber, wenn man halt in den Clan Wars erfolgreich mitgefahren ist, was allerdings den größten Teil der World of Tanks-Spielerschaft nicht betrifft. Das wurde dann irgendwann, ja, gleichgeschaltet mit Credits, sodass man mit einem erhöhten Credits-Aufwand gute Penetrationswerte bekam, und das lief lange Zeit parallel, bis World of Tanks tatsächlich die Premium-Munition, die Gold-Munition quasi nur noch durch Credits erwerbbar gemacht hat, sodass es quasi keine Gold-Munition mehr ist, auch wenn wahrscheinlich 80% der Spieler immer noch Gold-Munition sagen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und ja, was gibt es denn eigentlich heutzutage hauptsächlich für Pay-to-Win-Aspekte? Außer eben die Premium-Munition, die der Emsen hier ganz eifrig in Type 64 geladen hat. Er schrieb auch dazu ganz schuldbewusst Try-Hard, also ein Setup, womit man möglichst viele Chancen hat zu gewinnen. Allerdings try-hardet er noch gar nicht so hart, denn er hat die Rationen hier in diesem Panzer für seine chinesische Besatzung gar nicht eingebaut. Abgesehen davon wollten wir darüber reden, was gibt es heutzutage hauptsächlich für Pay-to-Win-Aspekte. Und Pay-to-Win-Aspekte sind heutzutage für die meisten Leute hauptsächlich Premium-Fahrzeuge, die ja, minimal gleichwertig, wenn nicht besser sind als ihre Counterparts auf derselben Forschungsstufe im jeweiligen Tech-Tree. Natürlich allen voran fällt einem da so ein Panzer ein wie der Defender, der einfach vollkommen kaputt von der Siegrate her ist und sehr, sehr einfach zu spielen. Es fallen dann aber auch Panzer ein, die ich jetzt gerade so nachgeschaut habe, die sich so schlagen, wie zum Beispiel der M54 Renegade. Der hat tatsächlich auch eine recht gute Siegrate und ist so durch einige Spiele durchgegangen seit Weihnachten oder seit Vorweihnachten, als er ins Spiel gekommen ist. Oder auch der neue doppelläufige Premium-Panzer, das Objekt 703 Version 2, liegt auch mit einer ganz guten Siegrate hier in World of Tanks vor. Und diese Panzer denkt man natürlich primär, und wenn man sich anschaut, die haben dann 52% Siegrate, 53% Siegrate. Das ist tatsächlich Pay to Win. Man kauft sich einen Panzer, der ist besser als die normalen Counterparts auf seiner Stufe, und das war's. Und ähnliches ist tatsächlich hier beim Type 64 der Fall. Der Type 64 kommt aus einer Zeit und all seine technischen Daten auch, als Scouts noch ein anderes Matchmaking hatten, als sie heute haben, denn heute ist das Matchmaking tatsächlich ja für die meisten Panzer komplett gleich. Mit Type 64 kommt aus einer Zeit, da mussten Scouts noch mit einem anderen Matchmaking ran, und zwar musste der Type 64, reden wir mal von der allerletzten Änderung der Scouts in Patch 9.18, vorher musste der Type 64 mit einem T7 Matchmaking ran, hat also höchstens Tier 9 Panzer gesehen und tiefstens Tier 5. Also so ein Matchmaking wie jetzt hier, dass man hier arme Vierer abschlachten darf, gab es da gar nicht. Die technischen Daten vom Premium Panzer Type 64 wurden natürlich nicht verändert, weil man möchte ja die werten Käufer nicht vergraulen. Und so hat der Type 64 heutzutage eine 52%ige Siegrate, ist also definitiv stärker als jeder andere Tier 6 Scout. Ich habe das nachgeschaut, und das Interessante ist, nicht alle technischen Daten sind den anderen Scouts überlegen, aber anscheinend so die wichtigsten, denn der Type 64 ist der schnellste von allen, der Type 64 hat die höchste DPM, und auch wenn es ein leichter Panzer ist und man natürlich gefälligst spotten gehen soll, es ist doch immer wichtig, dass man eventuell die Spiele auch mit der eigenen Kanone in die richtige Richtung mal beeinflusst.
Und der Emmel zeigt euch hier im Hintergrund, wie das mit dem Teil 64 so funktioniert. Die nächsten Pay-to-Win-Aspekte sind natürlich heutzutage noch andere Sachen. Man kann ja tatsächlich die sogenannten, auf Englisch Bond Equipment, also die Anleihenausrüstung, kann man sich zwar noch nicht kaufen, aber man konnte ja jetzt auch lange Zeit lang die sogenannten Direktiven für Anleihen zum Beispiel verwenden. Da konnte man zum Beispiel, ich glaube, 10 oder 12 Anleihen ausgeben und man konnte dem Kommandanten, wenn die Besatzung noch schlecht und neu war, dann einen sechsten Sinn geben oder zum Beispiel für dieselbe Anzahl an Anleihen, 10 oder 12, glaube ich, dass alle Crewmitglieder bei so einem Scout, ist das sehr, sehr mächtig, tatsächlich schon den Tarnungsskill haben. Und mittlerweile kann man sich das für Credits kaufen. Ich glaube, das sind 10.000 Credits oder 20.000 Credits pro Spiel. Diese Credits kriegt man natürlich idealerweise nur rein, wenn man einen Premium-Account hat, wenn man einen Premium-Panzer fährt und sich das Ganze wieder reinholt. Also kann man sich diese Dinge nur leisten, die einen wettbewerbsfähiger machen, eine höhere Siegchance verpassen, wenn man ja Geld für einen Premium-Account ausgibt und für Premium-Panzer. Also doch quasi ein Pay-to-Win, allerdings mit einem kleinen Umweg, nicht direkt, aber schon, ja, ich finde direkt genug, um es als Pay-to-Win zu bezeichnen. Was es ja auch seit einiger Zeit gibt und jeder von euch sicherlich schon mal benutzt hat, sind die sogenannten Besatzungsbücher. Und diese Besatzungsbücher gibt es ja in verschiedenen Ausführungen, bringen eure Besatzungen teilweise extrem stark voran und ein Besatzungsbuch zum Beispiel kann man sich, viele gab es jetzt zum Beispiel geschenkt über Weihnachten oder als Belohnung irgendwie, aber diese Besatzungsbücher kann man sich unter anderem auch für 2 Millionen Credits kaufen. Dieses 2 Millionen teure Besatzungsbuch, was sehr, sehr viele XPs auf die Besatzung raufbringt, ist wirklich sehr, sehr effizient, gerade wenn man sich so eine neue Besatzung für einen Panzer holt, wenn man vielleicht die alte Besatzung auf dem alten Panzer lassen möchte. Und ja, da kommt man doch wirklich sehr, sehr stark voran, das habe ich selber auch gemerkt, ich habe es selber auch schon ausprobiert. Und da sind wir wieder bei dem Aspekt, ach Moment, 2 Millionen Credits, wo kriegst du die denn her? Ja, stimmt, über Premium-Panzer, über einen Premium-Account. Und ja, ich muss sagen, bei mir scheint auch so der Eindruck, dass vielleicht ein Aspekt von früher mit dem Premium, mit der Premium-Munition aus dem Spiel verschwunden ist. Aber so nach und nach mit den immer stärkeren Premium-Panzern und mit den Dingen, die man sich mit den Credits noch in die Panzer ausrüsten kann, um immer siegfähiger zu werden und schneller siegfähiger zu werden, sind doch einige Pay-to-Win-Aspekte hinzugekommen. Deswegen würde ich sagen, Premium-Munition hin oder her, ob jetzt der Emsen die verschossen hat oder nicht. Das Gefecht hätte wahrscheinlich so oder so beeinflusst, aber er hätte noch ganz viele andere Dinge wahrscheinlich in seinen Panzer einbauen können, um noch wettbewerbsfähiger zu sein. Dreisterweise für seine 10 Kills und 2300 Schaden nur eine erste Klasse. Die Pool-Medaille natürlich obendrein, aber kein Panzerass. Also der Type 64, ihr seht schon, 52% Siegrate heißt auch wahrscheinlich ein wenig. Man braucht recht viele XPs in so einem Spiel, um tatsächlich einen Panzerass mitzunehmen, wer das möchte. Bestraft natürlich für seinen APCR-Missbrauch, wenn man ihn so nennen möchte, mit ein wenig Creditverlust, aber eine Pool-Medaille erkauft man sich doch so eigentlich ganz gerne. So, danke, dass ihr wieder da wart und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Adios.